Okay. Unsere Regel sagt ja, der Gastgeber darf immer ein bisschen was zu erzählen zu den Produkten, die er im Angebot hat. Heute bin ich der Gastgeber. Wer sich wundert, also der uns schon länger begleitet, weiß ja, ich hatte schon diverse Stationen in den letzten Jahren. Und seit kurzem, seit März, bin ich also der EMEA Microsoft Solution Lead bei der Hitachi. Kümmere mich da um die Microsoft-Themen, aber nicht, wie man denkt, um Storage, sondern um so versteckte Funktionalitäten in der Produktpalette. Da werden wir heute ein bisschen reinschauen. Also muss man schauen, ob dein Ding hier funktioniert. Du hast mich gesperrt. Oder auch nicht. Gehen wir hin. Sorry. Nehmen wir mal einen anderen. Zu viele Mäuse. Ich kann auch für dich. Du sagst einfach jetzt. Jetzt ging es, ja, genau. Also die versteckten Features bei der Hitachi sind einfach die Compute-Systeme. Also ich spreche heute halt ganz kurz vielleicht was über Storage, aber in der Regel eigentlich ist mein Job eigentlich nur den Compute-Bereich der Hitachi zumindest mal dem Volke mitzuteilen, dass es das gibt. Das ist so ein bisschen der Blick der Japaner. Also wir sind ja eine nicht börsennotierte Firma, also der Japaner denkt eher ein bisschen anders wie jetzt vielleicht eine Cisco oder andere Computerhersteller oder Serverhersteller, sondern die denken dann eigentlich, der Japaner sagt sich, ich baue ein ordentliches technisches Produkt und es verkauft sich über die Qualität. Ja? Man muss da nicht drüber sprechen. Das hat jetzt im Serverbereich, denke ich mal, in Europa noch nicht so funktioniert, weil die einen oder anderen habe ich ja gefragt, bevor ich quasi die Stelle angenommen habe, ob das auch eine gute Idee ist für Microsoft-Lösungen. Und der eine oder andere kannte es schon, dass es Storage gibt von der Hitachi. Ja? Da sind wir auch bekannt, denke ich mal, für Rock Solid, was auch immer, hochverfügbar und schneller Storage. Aber die Japaner haben auch relativ gute Palette an Compute. Der Hilmar von der Emalex, denke ich mal, kennt es ja, weil er liefert auch Teile. Genau, bauen tun sie die Compute Power, die wir heute sehen, schon ein bisschen länger. Wir haben auch ein paar Geheimnisse gefunden, da kommen wir jetzt dann später noch drauf. Aber der japanische Blick ist erstmal, wir machen seit 50 Jahren, seit Mitte der 50er Jahren gibt es Compute Power von Japan. Am Anfang hat es zum Teil die Welt nicht als Hitachi gesehen, sondern man hat relativ eng mit der IBM im Mainframe-Bereich zusammengearbeitet. Also es gibt einen Haufen so Modelle im Laufe der letzten 60 Jahre fast, die Hitachi-Technologie haben, aber man OEMt, oder man ist OEM-Partner von IBM relativ stark gewesen die ganzen Jahre und man erscheint nicht so, weil man baut ja ordentliche Technologie und man muss da nicht so, der Japaner spricht da nicht gern so drüber. Ja, wurde mir gesagt, ja. Also was haben die Hitachi-Kollegen im Angebot? In erster Linie Compute auf Blade-Basis. Gibt es also zwei Chassis, da kommen wir später noch ein bisschen detaillierter dazu. Es gibt auch Rack-Server, die wir aber normalerweise gar nicht erwähnen. Also wenn wir schon über Compute sprechen, dann erwähnen wir die Rack-Server gar nicht, weil die bauen wir irgendwo in Kraftwerke, Supertanker oder sonst wo ein. Also die kommen dann einfach irgendwo mit. Wir verbauen die auch in Compute-Lösungen als Management-Server, aber so einzeln verkaufen wir die relativ ungern. Ja. Keine Ahnung warum, aber ist halt so. Ja. Fokus liegt also natürlich in erster Linie auf Blades. In Japan haben die auch einen ordentlichen Marktbereich, Market Share von 25%. Aber so außerhalb Japan ist die Hitachi das, was ich oder wo ich eigentlich angestellt bin, die Hitachi Data System. Also ich nenne es immer so, IT-Vertrieb außerhalb Japan ist HDS, wie man das abkürzt. Compute gibt es seit 2009 zum Verkaufen, aber nachdem noch nicht alle so was gehört haben wir gesagt, okay, probieren wir es mal in Verbindung mit Microsoft. Da gibt es auch tolle Lösungen, aber man spricht nicht so oft drüber. Also auf der TechEd oder so hat der eine oder andere vielleicht schon mal einen Hitachi Stand gesehen, aber hat sich immer gemerkt, wahrscheinlich Storage. Ne? Das ist, denke ich mal, so die verbreitete Meinung zu Hitachi. Also wachsen auch ein bisschen. Der Japaner will aber jetzt nicht hier die Nummer 1 oder die Nummer 2 sein oder so, sondern wie gesagt, man baut, der japanische Ingenieur baut super Technologie und das ist sein Job und Marketing ist andere Baustelle. Ja. Also die Ingenieure, das ist so ein Beispiel, die Ingenieure gucken eher, dass halt wenig Teile ausfallen oder dass wenig Defekte auftauchen, damit
beschäftigen sich die Japaner. Ja? Nicht also, ob man große Werbung macht oder Marketing oder so, das mögen die einfach nicht. Ja? Ist so. Wie sieht so ein Compute Blade aus? Also unser Standard-Chassis ist eigentlich dieses CB, also Compute Blade 500. Ist eine Maschine mit bis zu 8 kleinen Blades und oder es gibt auch Wide Blades, sehen wir dann gleich noch. Was macht so eine Hitachi anders? Ja, in erster Linie gibt es natürlich Netzwerkkarten, die man halt jetzt zum Beispiel von Emulex einsetzen. Wie man es halt kennt, CNAs, Fiber Channel or Ethernet, also was halt der jeweilige Hersteller kann ja zum Kollegen kommen und sagen, ich möchte gerne diesen Chipsatz oder diesen Chipsatz, da sind wir ja relativ, oder auch die Firma Emulex relativ offen. Also wir haben auch Modelle mit Normal Ethernet, mit 40, 10 Gig, mit RDMA, also haben wir alle Bandbreite eigentlich, die Emulex bietet, je nachdem, für was wir es einsetzen. Also im Kasten wird wahrscheinlich dann sofort das Scale-Out-File Server einfallen, steht bei mir auch relativ hoch im Kurs. Ja. Macht ja die Server nicht einzeln. Die Server nicht einzeln? Ja, die Server nicht einzeln. Also du meinst es von den Blades? Ja, genau. Also wenn es im Switch, in der integrierten Netzwerkkarte von Emulex drin ist, dann hast du ja auch RDMA, ne, zum Beispiel. Also da sind wir relativ offen. Wie gesagt, über Compute spricht man nicht so, dementsprechend gibt es auch nicht so viele Experten, die man jetzt da anrufen kann. Das ist eigentlich eher so das Problem. Ja. Was machen die so anders? Ja, die haben so Sachen wie eben diese PCI-Extensions. Also man kann anstelle von einem Blade auch so eine PCI-Expansion-Box einstecken. Also wenn ich jetzt super neue 40 Gig RDMA-Karten haben möchte, die es halt noch nicht gibt als Blade-Maschine oder es dauert noch in der Zertifizierung, dann kann man praktisch schon mal vorpreschen und trotzdem so einen PCI-Slot benutzen. Ja. Ansonsten gibt es verschiedene Switch-Modelle hinten dran. Es gibt Pass-Through-Modelle auch, um Cisco-Switche zu benutzen. Also da sind wir relativ flexibel eigentlich. Ja. Ansonsten gibt es noch so Möglichkeiten, lokal dem Blade noch ein bisschen Storage zu geben. Um natürlich vielleicht jetzt mal sich mit SSDs zu punkten oder so. Ich habe irgendeinen Server, der einfach mehr SSD braucht, super VDI-Boxen oder sonstige Sachen. Man kann diese PCI-Extender reinschieben, um zusätzliche Netzwerkkarten oder auch Flashkarten, habe ich schon ein paar POCs zumindest auf Papier gesehen, die letztes Jahr gemacht wurden, wo man einfach PCI, wie heißen es wieder, mir fallen es gerade nicht ein, die Flashkarten IO, Fusion IO, Dankeschön, dass man einfach hier so Möglichkeiten hat. Ja. Also anstelle halt die Vorteile vom Rack-Server, wenn man zum Beispiel VDI macht mit irgendwelchen super Grafikkarten oder so, kann man hier einfach nachrüsten, auch die kleinen. Es gibt das Ganze auch in groß, heißt dann CB 2500, ist im Endeffekt gleiche Technologie, bloß halt höhere Skalierung. Hier sieht man schon ein bisschen, also es passen 14 so halbe Blades rein oder 8 so große Blades, also das sind die volle Bandbreite, die sehen wir aber gleich, oder die volle Bandbaubreite. Und ansonsten das Gleiche wieder. Wir haben da noch ein paar Features drin, auf die wir gleich kommen, was uns ein bisschen anders macht wie die anderen. Und ich war mit dem Carsten und anderen Kollegen in den World Hosting Days und habe da so ein Poster gesehen. Flex-System sieht aus wie so ein Hitachi-System. Wir haben dann auch mit Diskussionen herausgefunden, wer hier schon Hitachi-Systeme hat, ohne dass er es weiß. Also der Kollege von der einen Firma hat da, was hast du gesagt, 50 Stück im Einsatz oder so. Dürfte also einer der größten Hitachi-Installationen mit Hyper-V in Deutschland sein, nur halt als IBM oder Lenovo-Marke. Wir haben dann auch herausgefunden beim Diskutieren, dass die Kollegen das schon seit 2 Jahren haben. Und ich habe dann letzte Woche auch gehört, dass die IBM dann einfach so 2 Jahres Vorverkaufsrecht hat. Also man baut das zusammen oder Hitachi baut es, IBM äußert dann seine Möglichkeiten, die sie da gern drin haben noch und heißt dann Flex-System, heißt jetzt Lenovo Flex-System, ist aber ein Hitachi. Ja. Ich darf auch darüber sprechen, habe ich gehört. Also nicht, dass das ein wirkliches Geheimnis ist, wo man nicht darüber spricht, aber der Japaner wiederum macht das halt einfach nicht. Ja. Ich habe es schon ordentlich gebaut, höre ich dann immer als Antwort. Warum muss ich da noch drüber reden? Ja, verkauft sich schon. So gute deutsche Wertarbeit verkauft sich auch ohne Werbung. Und der Japaner denkt da so ähnlich. Ja. Also sind die gleichen Maschinen. Du hast es schon 2 Jahre oder so, hast du gesagt. Ne, oder sind zum Teil schon abgeschrieben. Sind also die gleichen Maschinen, gleichen Blades, gleiche Firmware, gleiche Netzwerkkarten. Nur dass IBM halt, sag ich mal, ihre eigene Qualifying
macht Treiber selbst qualifiziert oder jetzt Lenovo oder Handbücher schreibt. Ansonsten ist das quasi 100% ein Hitachi-System. Ja. Können wir die Jalousien ein bisschen kippen? Weil das, also ich, du siehst nicht viel, können wir machen. Es sind ein paar mehrere Schalter, also hinten müssten noch zwei Schalter sein. Wenn also irgendjemand noch versuchen möchte, diese... Ja, wenn man weiß, wie es geht, gell? Da ist doch jemand drunter, dass ich auskenne. Sollen wir mal einen Hausmeister rufen? Ich denke, du solltest das Mikro wieder machen. Ja, kannst du mal die zweite... Man kann die kippen, ja. Ja, also sie haben ihn morgens raufgekippt, also gehe ich mal davon aus, dass sie auch wieder runterkippen. Ah, danke schön. Nicht rauffahren. Danke. Ich muss den nochmal drauf drücken zum Stoppen. Oh. Na, das bist nur dir. Sind drei Schalter. Danke, passt. Finger weg. Okay. Schön dunkel jetzt. Genau, ja, wenn es ein bisschen blendet, ist okay. Also das sind die Flex-Systeme, wie gesagt, sind Hitachi-Maschinen. Was machen die Großen anders? Das sind also nicht nur, dass man mehr skalieren kann, sondern man hat auch zusätzlich hinten PCI-Slots in den Chassis. Fusion.io, whatever. Also es gibt, werden auch ziemlich viele Sachen getestet, von Fiber-Channel-HBAs bis Grafikkarten, kann man sich alles aussuchen. Die kann man aufteilen, die sind zugeteilt nach den Blades, man kann die auch noch ein bisschen bündeln, das sehen wir gleich. Ansonsten einfach mal ein größeres Chassis mit mehr Slots. Vorne das? Bitte? Dieses SMP Connection. Kommt gleich noch. Okay. Also ansonsten größere Box mit PCI-Slots. Das gab es schon mal als CB1000 und 2000. Das 2500 hat eben die gleichen Blade-Einschübe wie das 500. Ja. Das 500 ist so gedacht für Standard-Virtualisierung, also was wir so machen, Hyper-V. Und das ist eigentlich so gebaut für größere SQL-Server oder Oracle, SAP HANA und solche Geschichten, wo man dann zum Teil auch diese Fusion-IO-Karten braucht oder so. Ja. Klar könnte man das Ding auch benutzen für VDI mit Grafikkarten oder sowas. Ja. Was machen die Jungs so anders? Man kann so ein L-Paar, das sehen wir aber gleich noch, man kann also aus einem Blade Scheibchen schneiden. Kommt so aus der Mainframe-Denke wohl, ja, also ein paar von uns sind ja schon ein bisschen älter, haben das vielleicht in irgendeiner Art schon Hardware-Zoning, wie auch immer, schon gesehen bei anderen Herstellern, also die Sun-Kollegen oder so, für die ist das ja ganz normal, ja, also, haben wir vor 30 Jahren schon gemacht. Dann würde der Hitachi-Mann sagen, ja, haben wir vor 50 Jahren mit IBM schon gemacht oder so, aber wir sagen es euch nicht. Und letztendlich hat das Ding einfach die Möglichkeit, eben diese Hardware-Partitionierung per Blade vorzunehmen, also bis zu 30 Scheiben kann man aus so einem Blade rausschneiden. Also eine CPU, sage ich jetzt mal, und es kommt, glaube ich, noch eine Folie und mindestens 500 MB Speicher oder so. Ein Core? Ein Core, ja. Genau, Entschuldigung, ein Core, genau. Aber ich glaube, es kommt noch was. Und man kann die Dinger zusammenkleben. Das sehen wir gleich noch. Also erstmal, was kann man noch reinbauen? Klar, in die Slots kann man irgendwelche Grafikkarten, Netzwerkkarten, werden relativ viel getestet. Wie man hier sieht, also es gibt zwei lokale Platten, wenn man möchte, aber als Hitachi versucht man natürlich möglichst flexibel von SAN zu booten, um halt die Modularität zu haben, die Mobilität. Ansonsten, das sind so einfache Sachen wie halt Nvidia-Karten zu testen oder die Mellanox InfiniBand-Karten. Fällt mir jetzt gar nicht ein, für was man die benutzen könnte. Oder hier irgendwelche Fiber-Channel-Adapter, wenn man einfach noch mehr braucht. Ja. Das ist also das Scheibchenschneiden, also man kann hier bis zu 30 Scheiben aus so einem Blade rausschneiden und kann Cores, Speicher aufteilen und das ist relativ hardwaremäßig verankert und soll deshalb auch relativ nativ ohne Performanceverluste vonstatten gehen. Ja. Ich habe es schon gesehen, aber selbst noch nicht so viel Hands-on gehabt jetzt die letzten 6 Wochen. Meine Trainings kommen jetzt erst, wo ich dann auch so Demo-Equipment wirklich in Händen habe und dann kann man da auch mal praktisch was zu sagen. Ja. Kannst du das auch mixen in so einem Blade Center? Das ist genau. Okay, dieser ist, ja. Diese zwei sind zerteilt und die sind genau. Dann wieder. Das sehe ich auch so. Ich habe mit Bernhard und ein paar anderen Hosting-Kollegen schon mal gesprochen in den World Hosting Days, dass man auch sagt, für Hoster, du teilst es ja zum einen wegen Lizenzgeschäft. Ja, sagst, du hast irgendeine Software, die ist lizenziert auf Cores.
dann gebe ich dem halt nur so eine 1-Core-CPU-Maschine und will die aber physikalisch haben, aus welchem Grund auch immer. Ja. Also das kannst du mischen. Du kannst jetzt sagen, 2 Blades sind geschnitten, sage ich jetzt mal, und 2 sind zusammengebacken, also mit diesem SMP, das sehen wir gleich noch. Bei den anderen mache ich gar nichts, dann mache ich mit der Vision. Genau, also LPA einfach halt aufteilen der IOs oder der, das sind die Granularität, also Core 256 MB und auch die PCI-Karten kannst du ein bisschen aufteilen. Ne? Aber wie gesagt, in der Praxis noch selbst noch nicht konfiguriert. Aber du kannst das mischen, hast halt so einen Compute System Manager, da habe ich noch ein kleines Bild, das ist quasi die Management Software, das aufzuteilen, weil ich habe gehört, die IBM-Jungs haben da nicht so sexy Dinger, aber vielleicht haben die das selber gebaut. Also dass das Lizenzmodell vorsieht, IBM macht Software selbst oder so. Ja. Die hat mir auch erzählen lassen, dass die Japaner das am Anfang ganz ohne GUI verkauft haben, so, weil in Japan fahren dann 3 kleine Japaner hin, installieren das beim Kunden und übergeben das fertig und die haben das gar nicht verstanden, warum der Europäer oder der Amerikaner grafische Oberflächen möchte. Ja, also. Aber hat sich verbessert in den letzten Jahren. Was die auch ganz gut können, die können so eine LPA-Partition also online verschieben, weil letztendlich ist das LPA wie ein Hyper-V auf Hardware. Ja. Also sind auch die gleichen Funktionen wohl in der CPU benutzt. Also die können dann einfach praktisch schon eine Hardware-Partition migrieren, ohne Downtime. Der Ding dann aber, dass mein Betriebssystem auf dem zentralen Storage ist. Genau, logisch. Okay. Weil sonst müsste es ja die lokalen Disks mit migrieren oder so. Also die gehen einfach in der Regel immer aus von Sandboot. Ja? Weil man hat sowas ja auch im Produktportfolio und habe ich gehört. Ja. Das andere ist das SMP, also mehrere Blades zusammenkleben. Also das geht 1 bis 4. Und dann ergibt sich dann so ein komisches Chassis mit, das ist erscheint wie ein Computer mit 12 Terabyte Speicher. Und wir haben ja vormittags mal diskutiert über, wann unterstützt Hyper-V denn endlich mehr wie 4 Terabyte RAM. Ja? Das wäre natürlich sowas. Ja? Verkauft sich momentan in erster Linie für große Oracle-Datenbanken, SQL habe ich 1, 2 gesehen und SAP HANA, ja, so Mörderviecher. Ja? Kannst du denn darauf virtualisieren? Weil ich ja. Glaub, also das ich kann jetzt wirklich einen großen Server bauen und dann da Hyper-V draufpacken. Okay. Habe ich zumindest, ich habe gefragt und der japanische Ingenieur hat gesagt. Aber er hat nichts gesagt. Er hat nur, was auch immer das heißt. Wir werden es rausfinden. Also ich bekomme so eine Maschine auch und dann können wir das austesten. Auch. Wahrscheinlich nicht gleich für den Anfang, aber. Also das sind, denke ich mal, so die Unterschiede zwischen normalen Blades und Hitachi Blades und deshalb denken die auch, muss auch jeder mögen und warum muss ich jetzt da was drüber sagen. Ja. Der Vorteil ja dieses Zusammenklebens ist ja, ich habe ja dann ein bisschen mehr Netzwerkdurchsatz, ja? Weil ich habe ja automatisch dann auch mehr Ports. Ja? Das Chassis soll relativ performant sein. Ja? Also das gibt es ganz gut durch. Aber wir werden Zeit haben, denke ich mal, uns da intensiv damit zu beschäftigen. Ja. Benchmark-Plugins da drauf machen. Oder? Zum Beispiel, ja. Genau. Ja. Also so, bitte? Hatte ich eine Folie, aber ich habe es rausgenommen, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Also, aber wir können da gerne mal im Detail darüber diskutieren. Ja. Ich habe gesagt, okay, schönes, buntes Bild, aber sagt mir nichts. Ja. Aber... Darum haben wir dich ja eingeladen. Das ist ja der Interconnect-Mechanismus. Guck mal. Genau, das ist also so eigentlich letztendlich ein Stecker. Also es wird wie so hardwaremäßig zusammengeführt wie ein Motherboard. Ja? Da gibt es halt die 2er und die 4er. Und genau. Nicht, dass du jetzt einen Stress hast. Das ist leicht verständlich. Ha? Das ist leicht verständlich, das kannst du dir klar machen. Genau, das ist so ein bisschen Lego. Ne? Also baue ich mir einen Turm und dann stecke ich oben was drauf und dann habe ich einen großen Turm oder so. Also scheint ganz gut. Seien sich gut zu verkaufen. Ja. Kennt sonst noch jemand der sowas macht im X64 Umfeld? Ich meine, die Cisco kann 2 zusammenkleben, aber ich habe es nur auf einer Folie gesehen. Die welche Unit ist? Ja, jetzt mal. Ich höre das zum ersten Mal, ich kenne solche Technologien halt als kugliger Servermensch. Also kann ich mir vorstellen. Unisys kann es auch. Ja, irgendwas, was so Richtung alles, was so größer ist oder so, die lachen da, denke ich mal, eher und sagen, ja, machen wir schon 20 Jahre. Aber. Ich finde es trotzdem cool. Ich auch nicht mal. Ja, ist einfach. Gut, wir sind Popel. Ja. Wir sind ja so all die Server-Administratoren. Also, ja.
Also, das sind so die neuen Blades mit den Haswell-Geschichten, können also alle L-Power etc. etc. haben dann 4 Ports, auch mit Fibre Channel und Ethernet. Also können wir alle Spielarten machen, die wir wollen. Ne? Also wieder mit. Kannst du nochmal kurz zurück? 56 Gigabit pro Sekunde. Ja. Ist das InfiniBand oder ist das eine Abart von Ethernet, wie das Miller noch macht? Kann ich dir nicht sagen. Wie ist das im Hintergrund mein? Ja. Also wie viel Lanes sie da rauslegen. Wäre halt interessant, weil 56 Gigabit riecht ja nach InfiniBand. Ne? Ja, aber das sind, glaube ich, einfach die Durchsatzraten von den Mezzanin-Karten oder so. Aber da weiß ich, da hilft mir vielleicht mehr. Ja. Ich glaube einfach bloß der Bus hinten raus. Ja. Der Bus hätte 64 Gigabit. Ja. Eigentlich ja, ne? Ja. Werden wir rausfinden. Ah, das hat man schon, also wo man PCI-Karten reintun kann. Genau. Das sind die vollen Blades, dass man die mal gesehen hat. Also kann man. Und nur diese großen Blades, die kannst du zusammenkleben. Ne? Also nicht die kleinen kannst du nicht zusammenkleben, die halben. Wie? Nee, nur die. Ja, wenn du. Die sind doch schon geklebt. Nee, das ist eins. Ne? Okay. Und die haben halt in der Mitte dann praktisch den Adapter drin. Ne? Und die kannst du zusammenkleben. Ja. Okay. Was die dann dadurch auch können, und da sieht man es ja ein bisschen, da brauchst du natürlich einen zentralen Storage. Also wenn quasi so ein Blade abschmiert. Okay, jetzt durcheinander. Ich hatte auf der Folie SMP-Support gesehen bei dem V3er, bei dem kleinen Blade. Ich dachte, das SMP wäre das Zusammenkleben. Stimmt, hast du recht, stand irgendwo, gell? Da steht. Das L-Part steht dabei. Genau, also die kannst du in Scheibchen schneiden, aber nicht zusammenkleben. Weil du hast einfach keinen Platz für den Stecker. Ne? Ja, ich war zu schnell. Also. Was? Die? Genau, du kannst es partitionieren, aber nicht kleben. Was die auch machen, ist quasi so ein Failover, also wenn so ein Blade quasi einen Schaden hat, dann bootet einfach ein anderes Blade mit der Config. Also die haben auch so eine Art Serverprofil mit UUID und EVPN. Habe ich schon mal gehört, glaube ich, hier. Okay. Falsch ausgestiegen im Aufzug. bedingt natürlich dann Zahnboot. Ja? Und ja, ob das Ding in Scheibchen geschnitten ist oder für Hyper-V macht es jetzt vielleicht nicht so einen Sinn. Ja? Aber für andere physikalischen Workloads kannst du halt einfach so ein Failover machen. Ne? Weil, wie gesagt, ist halt eigentlich eher wie ein Hypervisor auf Hardware. Also ist auch nichts anderes. Ja. Bei einer VM erwartest du ja auch, wenn es den Hyper-V-Host zerreißt, dass dein Cluster die VM auf einem anderen Knoten wieder startet. Ne? So musst du es auch sehen. Genau, haben dann eine hübsche Software. Ich weiß nicht, wie die IBM-Software aussieht. Ich habe es schon ein bisschen gesehen, schaut gar nicht mal so schlecht aus. Darin kannst du dann alles, da gibt es einen Haufen so Adapter, kannst du sehen, wie ist die Temperatur, Stromverbrauch, kannst dieses L-Power konfigurieren, etc. Und das ist letztendlich auch dann die Schnittstelle für die anderen Adapter, also wie sich die beim Hitachi nennen, also ein Microsoft-Adapter. Also gibt es ein Power-Deployment, also da kannst du hier zum Beispiel auch Bare Metal Linux, Bare Metal Hype Microsoft deployen, das ist dem ja erstmal egal. Und das ist das Add-on, Entschuldigung, wenn es ein bisschen schneller geht, für die System Center Produkte, also die System Center Add-ons, die Adapters sprechen dann mit diesem Compute-Manager und da gibt es halt, was man halt so braucht eigentlich, ja, also VSS heißt bei denen halt auch Storage Adapter, Infrastructure Adapter, da ist alles drin, Server und Storage. Ein bisschen über Storage habe ich gesagt, spreche ich ja. Hitachi Server und Storage Adapter für PowerShell, für Orchestrator, für ein VMM gibt es einen. Und da kannst du zum Beispiel aus dem VMM, sehen wir nachher ein bisschen ähnlich, kannst du halt Bare Metal Linux deployen, was du ja sonst aus dem VMM nicht so standardmäßig kannst. Ne? So Geschichten. SMAS, da sind sie ein bisschen behind. Also die G1000 kennt der. Der Mitbewerber vielleicht besser wie ich, ja, weil ich mit denen nichts zu tun habe. Also das ist so das High-End-Teil und da ist ein SMAS direkt in der Büchse drin. Also da brauchst du keine Windows-Maschine oder Linux-Maschine und das ist auch so der Fokus eigentlich auch aus der Microsoft-Ecke. Die gibt es jetzt dann in kleiner, so ne, Small, Medium mit gleichem Code und da ist immer der neueste SMAS-Provider drin. Es gibt einen Haufen älteres Hitachi-Zeug, da wo sie sich schwer tun mit SMAS, weil da haben sie halt alte Versionen drin, die sie nicht aktualisieren. Mhm. Der Grund, den ich herausgefunden habe, ist ganz einfach. Man hat ihnen gesagt, mach mal einen SMAS-Provider 1.3
und dann endet das Projekt. Also da gibt es keinen Upgrade-Pfad oder so. Also man hat denen nicht gesagt, dass da auch Versionen gibt. Ja? Also wir haben halt dann keine Inder, sondern wir haben Japaner, die irgendwo weiter unten sitzen. Ja. Aber für diese Adapter brauchst du immer diese andere... Brauchst du immer die Software, genau. Als Ops Manager oder VMM redet mit der... Sprich mit dem, genau. Weil die Software spricht ja, sagen wir mal, mit 40 Chassis. Okay. Sonst müsstest du ja 40 Chassis einzeln anfahren. Ja, das ist 40 Chassis, heißt eventuell 40 Firewall-Ports. Weißt du, das ist, hat immer Vor- und Nachteile. Okay. Aber dieser Compute Manager oder wie er auch immer heißt, der hat halt dann auch, der bekommt mehr und mehr PowerShell APIs und was auch immer. Für, ja. Der läuft dann auf einer Windows-Büchse. Nee, der läuft einfach auf dem, das ist eine Software. Das kann man selber irgendwo installieren. Installierst irgendwo auf dem Windows-PC und fertig. Ja. Aber das ist so die API zur Physik, sage ich mal. Die Hitachi nennt es so Elements Manager. Wir haben das früher, glaube ich, Device Manager genannt oder irgendwas. Das Ding spricht mit der Hardware. Und PowerShell Orchestrator spricht mit dieser Software. Okay, interessant. Nur SMS, also wenn man SMS nativ möchte, dann spricht man praktisch direkt mit dem Storage. Ja. Das haben die sich halt ausgedacht, dass die das direkt in die Maschinen einbauen und nicht auf irgendwelchen Windows-Büchsen. Das Ganze hat man auch mal irgendwann zusammengeklebt und hat das in diese Private Cloud Fast-Track Zertifizierung reingeklebt, da geht man ja mit irgendwas ins Microsoft-Labor und lässt sich zertifizieren. Ist für mich persönlich als Udo immer so ein PowerPoint-Feature, muss man halt gemacht haben, damit man es auf der Folie hat und damit man auf der Liste erscheint. Aber ich glaube, keiner kauft jetzt wirklich so eine Referenzarchitektur, was es ja letztendlich ist, wie es auf dem Paper steht. Ja? Sondern man hat halt einfach den Stempel von Microsoft bekommen. Ja? Naja, es gibt aus anderen Perspektiven immer schon den Vorteil, dass du halt die Configuration Guides für die Genau, die Deployment, du hast einen Deployment Guide und so, aber die Hitachi ist auch eher so, wir kommen und machen das alles und dann hast du das fertig im Schrank und... Okay, aber für den Stack würde es das geben? Genau, also für den habe ich es zumindest gefunden und die G1000 ist halt momentan das große Viech und das gibt es halt jetzt dann als G800, 600, 400, 200, aber ist der gleiche Code, ja, wie man so schon sagt. Unified wird jetzt der Andi sagen. Ja. Aber alles Fiber Channel, ja? Also 0,5 Millisekunden Zugriffszeit, always on, Panzerfaust und so, ja. Denkt der Japaner. Super Tanker, genau. Weil das Zeug, man, Hitachi baut das Zeug in erster Linie auch erstmal für sich selbst. Ja? Wenn die Kraftwerke bauen und Tanker und alles Mögliche, braucht man auch Compute Power. Ne? Wenn man es verkaufen kann, ist es auch nicht schlecht. Ja. Also bloß nochmal zur Zusammenfassung. Klar, man hat Blade-Server. Es gibt auch diese Rack-Server, die verkauft man auch, die kriegt man auch Kunde auch als Kunde, wenn man sehen wir später noch eine Lösung. Aber die sind eher so Management-Server dann, ja, wo VMM draufläuft und so, wenn es eine fertige Lösung ist. Ansonsten LPA und SMP, das denke ich mal, sind so die Hauptunterschiede. Ja. Mit den PCI-Slot-Extensions hat man eigentlich auch alles, was man beim Rack-Server vielleicht dann... Ich habe ein paar Microsoft-Kunden gehabt, die haben sich halt dann Rack-Server noch dazu gekauft für VDI, falls sie dann doch mal eine Grafikkarte reinstecken möchten, was sie vielleicht nie tun, aber sie müssen es halt mal kaufen, sonst können sie es nicht tun. Ja. Hätte man hier so eine Option. So, dann haben die Kollegen gesagt, okay, Referenzarchitektur, alles cool und schön, aber wir möchten also so, wie heißt das, CPS haben. Also bauen wir das auch mal zusammen, lang vor CPS. Ja. Bauen das dann für verschiedene Workloads, also das denke ich mir, alle, die uns verfolgen, kennen das, da will ich euch jetzt gar nicht marketingmäßig lang nerven. Gibt es ja Oracle für SQL Server, Microsoft Private Cloud, OpenStack haben wir heute mal gehabt, ja, was auch immer das am Ende des Tages ist, ja, es muss halt auf einer Folie stehen, und Citrix und VMware View. Am Ende des Tages ist das Compute Storage, ob IP oder Fiber Channel oder kombiniert, FCOE, egal, Storage hat die Firma auch in verschiedenen Bauformen und wenn man das Ganze zusammenklebt, noch mit Management versieht, gibt es dann eben auch so ein Unified Compute Stack, nennt das, muss man sich immer aufpassen, dass man sich nicht verspricht mit UCS und UCP. Da ist also alles drin, also auch so ein Management Stack. Und die haben auch so ein Release-Modell, also dass man wirklich sagt, okay, es gibt Version 3 und 3.5 und ne, 20, also basierend auf 2012 R2, sagen wir jetzt mal, und System Center 2012 R2 und so machen die halt Versionen. Oder wenn neue Hardware rauskommt, dann gibt es halt
intern zur Versionierung, und das ist dann, wie der Benedikt sagt, halt, ja, man hat so einen Deployment Guide, da steht wirklich so jeder Pups drin, auch PowerShell-Skripte bekommt man da, die dann physikalische Switche mit PowerShell konfigurieren und solche Sachen. In der Regel bekommt man das aber vorinstalliert und startet dann eigentlich nur praktisch mit den Blades und rollt Hyper-V und VMs aus. Ja? Aber beim VMM ist Ende, also es wird kein Orchestrator oder Operations Manager oder so installiert, weil man in der Regel ausgeht, Target-Kunde ist ein Enterprise-Kunde momentan und der hat ja ein System Center Stack schon irgendwie im Einsatz. Also, ja. Man kann sich in das AD von dem integrieren oder nicht. Und auf diesem Management Stack, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, auf diesen REC-Servern, das ist ein Zwei-Knoten-Cluster-Management-Server, da sind halt so 10, 12 VMs drauf, die diese Hardware-Sachen machen. Ne? Und dazu haben sie halt diese Elements Manager, nennen die das praktisch, also das kümmert sich einer um Storage, einer um Netzwerk. Netzwerk kann sein Cisco oder Brocade, kann man sich aussuchen, kann auch gemischt sein, IP kann Cisco sein, Storage kann Brocade sein. Da hat man ein bisschen die Wahlfreiheit und da haben sie praktisch so einen Director drauf gebaut, der dann wiederum nach oben hin APIs hat wie PowerShell. Ja? Das heißt, man kann dieses ganze Viech, man kann also per PowerShell dann ein Netzwerk, einen physikalischen Netzwerkswitch konfigurieren oder halt ein Storage oder so. Das ist also wirklich so eine, und der Layer ist auch der gleiche, ob das jetzt VMware oben drauf ist oder keine Ahnung, was VMware spricht, I don't know. Und sieht dann zum Beispiel eine kleine Lösung halt so aus. Ja? Man bekommt dann entweder einen Schrank mit Storage und Compute einzeln oder hier, das ist so eine Single-Rack-Lösung, also zweimal Compute. SAN-Switches sind hinten drin, Netzwerk-Switche, also da ist alles drin. Und du steckst dann quasi noch ein Netzwerkkabel zum Kunden sein LAN. Ja? Mit Windows-Server, VMM ist oder vCenter, je nachdem. Also wenn es ein Hyper-V-Stack ist, dann läuft halt dort drauf zwei Knoten Hyper-V-Cluster. Der wird dann fertig installiert beim Kunden, weil wenn du ins AD vom Kunden möchtest, ne, machst du es ja da und dann gibt es halt zwei verschiedene Prozeduren. Ja. Könnte auch so ein Pod sein oder Stacks, also ich war ja bei ein paar Kunden schon, jeder hat sich ja ein anderes Design ausgedacht. Ne. Bei einem heißt das Ding Stack, beim anderen heißt es Pod und also irgendwas beim Hosting-Provider zwischen 10 und 100 Blades ist dann bei dem halt ein Stack. Ja. Das skaliert bei dem bis so und so viel 1000 VMs. Darum sage ich so ein bisschen CPS-mäßig. Also ist gut für 8000 VMs und dann kriegst du halt so und so viel Blech. Ja. Bei der Microsoft, da sind wir ja praktisch, haben wir immer diese Elements Manager und die Hitachi verkauft auch diese Einzelteile als bla 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 als a Service. Mit eigener Hitachi-Bank macht sich das kaufmännisch auch relativ einfach. Also man kann zum Beispiel halt Blade as a Service kaufen, ja, dann zahlst du halt pro Blade pro Monat, ja, so hört sich wieder so nach Service Provider an. Du kannst Storage as a Service kaufen, mit der eigenen Bank im Rücken ist das kaufmännisch relativ einfach, du kannst auch Reserven definieren, dass du sagst, ich will immer 8 Blades als Reserve haben, solche Geschichten. Also das kommt ganz gut an scheinbar bei den Kunden, dass man halt einfach die kaufmännischen Varianten auch hat. Ja. Aber technologisch hast du diesen UCP Director Stack, der hat also eine RESTful API und in unserem Fall PowerShell und mit oder ohne Azure Pack oder Azure Pack, ich habe jetzt immer mit Engländern und Amerikanern zu tun und da weiß ich dann immer nicht, bei wem sagst du was, ja, Azure oder und System Center, Operations Manager und Orchestrator sind ja optional, die sind also nicht in dem Stack dabei, also das ist, die Hitachi versteht sich wirklich so als Infrastructure-Anbieter und die Integration in den VMM, also das ist da und der VMM kommt auch mit, wenn man den Stack kauft. Ich würde es eher so als Appliance sehen, also es ist jetzt nicht so modular, man kauft sich irgendwas zusammen und steckt es selbst zusammen, sondern Hitachi kommt einfach und steckt dir das im Rechenzentrum zusammen und übergibt dir das mit einem Management-Stack und dann kannst du praktisch auf den Blades dann deine Hyper-Vs deployen. Ich habe bloß ein paar Screenshots, bloß, dass man ein bisschen siehst, wie es aussieht. Das sind also praktisch so ein Überblick. Also je nachdem, wo du hier klickst, kannst du auch immer diesen UCP Director Plugin anklicken und siehst halt dein Chassis, deine Ethernet-Switche, deine Fiber-Channel-Switche und dein Storage. Du siehst auch hier, es kommen die ganzen Events quasi hoch. Also wenn jetzt das Chassis ein Problem hat oder der Ethernet-Switch, dann siehst du das alles im VMM. Die Vorgabe war wirklich von dem Design-Team, ich war da nicht dabei, den VMM nie zu verlassen, egal was du tust. Ja?
Deshalb siehst du da zum Beispiel die Chassis, da kannst du dann, ich weiß nicht, vielleicht kommen noch ein paar Screenshots, also physikalisch kannst du auch einen Linux-Server deployen auf so einem Blade vom VMM aus, hast du auch so Serverprofile. Das ist ein Ethernet-Switch, also da kannst du, ich weiß nicht, vielleicht kommt noch ein Screenshot, kannst du auch ein Backup machen von der Config hier raus und so Geschichten. Also haben sie sich eigentlich schon Mühe gegeben, Storage natürlich auch. Dann haben sie halt so Erweiterungen praktisch in den Menüs, dass du sagst, ah, das ist jetzt ein Cluster, machen wir mal einen neuen Cluster-Storage. Ja? Dann macht der halt nichts, ist ja keine Hexerei. Also das, was wir sonst ja auch immer machen, mit irgendwie mit PowerShell oder zu Fuß, neue Loon anlegen, mappen, Cluster rankleben, online nehmen, formatieren, Cluster-Chat-Volume machen, ist ja nichts. Ich spiele das nicht so runter, ich habe das jetzt woanders noch nicht gesehen. Ja, aber es sind die Tasks sind jetzt nicht, ja, nicht verhitten, sondern du musst es halt nur zusammenkleben. Ja. Letztendlich sind das vordefinierte Workflows. Ne? Da machst du ein Volume, sagst, wie groß, in welchem Pod, Storage-Pod das rein soll oder wie auch immer das heißt, Pools bei denen. Und was ich sexy finde, am Schluss kommen praktisch auch alle Events dann in den VMM rein. Ja? Also auch wenn du jetzt einen Ethernet-Switch konfigurierst oder so, siehst du das dann im, was wird denn das sein? Das werden Fiber-Channel-Zonen dann sein. Ja? Also eine Loon machen, Fiber-Channel-Zoning, sprichst du dann mit dem Brocade-Switch, machst die Zoning und so. Cool. Haben es eigentlich schon relativ hübsch gemacht. Also das Bare Metal haben es dann auch nicht vergessen. Also geht natürlich für die berühmten Dinger, Betriebssysteme. Microsoft Red Hat in dem Fall, Hyper-V und VMM, und VMware. Du hast eben so Service-Templates, also das hört sich so ein bisschen an wie die Service-Templates von VMM, aber letztendlich sind das halt Server-Templates mit Betriebssystem-Konfiguration vermischt. Ja? Also Windows, Linux und Custom, Hyper-V Standalone. Dann nimmst du halt irgend so ein CentOS, also da sieht man so ein bisschen vds.hyperv.local, also da nimmt man sich halt einen Standard-Windows-Deployment-Service und beheizt den praktisch. Ne? Mit SUSE. Dann hast du auch das VLAN-Tagging drin, weil der geht ja dann auch raus und konfiguriert den physikalischen Ethernet-Switch, ja, über diese API. Und dann ja, machst du halt ein bisschen Storage dazu. Das ist ein Datenbankserver, glaube ich, als Beispiel gewesen. Und am Ende, genau, hast du so ein Server-Template, Service-Template, Entschuldigung, und applies das. Ein Server-Template, ein Server-Profil wäre dann halt UUID und so Zeug. Und dann sagst du einfach, okay, jetzt habe ich ein Template gemacht für CentOS, roll das aus auf ein Blech. Ja. Momentan haben sie da noch den Elpa noch nicht drin, hatten es wohl keine Zeit, aber das soll jetzt in der nächsten Version im Juli kommen, dass du dann auch diese Scheibchen betanken kannst mit CentOS und so. Ja. Momentan siehst du diese Scheibchen nicht. Du kannst es aber trotzdem gemischt fahren, was der Frage ja vorher war. Du siehst es dann bloß im VMM nicht. Du würdest dann praktisch so ungefähr diesem UCP-Director sagen, zwei Blades von dem Chassis gehen dich nichts an, dass sich die dann nicht in die Quere kommen. Also soweit haben sie schon gedacht. Ja. So ungefähr die manage ich und die anderen manage du selbst mit diesem Compute-Manager. Da musst du den halt einzeln aufrufen. Ja. Aber ansonsten, so der normale Hyper-V-Task ist, das Ding nie verlassen. Ja. Das, glaube ich, haben sie ganz gut hinbekommen. Ja. Das war so, also wenn man aus dem ganzen Hardware-Stack quasi dann so eine Lösung baut und wir haben ja auch mit ein paar Microsoft dieses Jahr schon gesprochen, die mir so über den Weg gelaufen sind, sagen, jo, packen wir noch Azure Pack drauf und dann haben wir praktisch CPS 2.0 oder was auch immer. Ja, ich gesagt, ja, so einfach ist es nicht. Ja. Ja, genau. Also ich sage, ja, es geht nur bis VMM, ja, ist auch gedacht für Target ist Enterprise-Kunde oder ich hatte ein paar Gespräche jetzt mit so Hosting-Partnern, die sagen, okay, so ein Pod ist, der hat es halt gepasst, der Pod muss eigenständig sein, also der hat auch sein eigenes Management, bis 150 Blades oder so haben die in Oslo und die haben halt mehr von den 150 Blade Pods. Ja? Und jeder muss für sich eigenständig laufen. Wenn du dann natürlich einen zentralen VMM hast, dann nützt dir das ja nichts. Ja? Also wenn du so eigene Management-Server kriegst, da läuft es dann eher über diese Adapter. Du hattest vorhin auf den Folien mal das Map in der Mitte? Ja, das ist... Machen wir jetzt nichts. Genau. Ja, genau, weil war noch Platz. Oder ist da auch so eine entsprechende Integration? Wir haben ja da schon mal gesprochen oder so. Die machen halt so ein paar SMA Runbooks. Bauen sie jetzt gerade, okay. Und um halt was zu haben, aber das ist ja nur so zum Zeigen. Ja. Also solange das WAP kein wirkliches Interface für Infrastruktur hat, also
per, wie heißt es wieder, per Gallery Item ein Blade quasi zu beheizen. Momentan gibt es ja mehr VM-Rolle, SQL-Webseite. Ja, weil man versucht sich natürlich, die Jungs sitzen ja auch in Bellevue, ja, also da sitzen ja alle und jeder trifft sich irgendwann mal zum Kaffee trinken und sagt, okay, wenn WAP, keine Ahnung, nächste Version, da wisst ihr mehr, das ist nicht so meine Baustelle, dann Interfaces hat für Infrastruktur, dann momentan begnügt es sich praktisch mit PowerShell Workflows, was ja auch nicht schlecht ist, denke ich mal. Ne? Also mein Task mit den Kollegen in den USA ist eher, die praktisch ein bisschen zu drangsalieren, dass die halt das auch rund machen, also dass sie auch alle Microsoft APIs dann auch durchsetzen, ja, und nicht bloß so ein bisschen was machen. Ja. Aber das, was ich vorgefunden habe, ist schon mal nicht schlecht. Ja. Ich versuche das jetzt nur zu kommunizieren, dass Kunden das auch wissen. Du kennst jetzt den nicht-japanischen Weg auch darüber zu sprechen. Genau. Ich fand es, also ich habe mir vorher ein bisschen angeguckt, dann habe ich gesagt, okay, ist das was für mein Brain? Ja? Aber sie haben eigentlich ganz gute Lösungen, ja. Klar ist halt jetzt nicht so der klassische Marktführer, ich muss Nummer 1 werden, wollen die auch nicht, aber technisch haben die ganz gute Lösungen. Kommt auch bei J-Bots von Hitachi? Nee. Carstens Spaßfrage. Also wir haben durchaus interne Papiere, die also ein Scale-Out-File-Server, die beschreiben, ja. Und also ich werde den auch nicht jetzt aktiv promoten, aber wo es passt, werden wir einen Scale-Out-File-Server auch installieren. Ja. Weil, genau, sagen wir das, wo Hitachi bekannt ist, ist Fiber-Channel-Storage, das können die, da kannst du ne, Panzerfaust draufschießen und so. Und ein Scale-Out-File-Server ist für mich das, aber jeder, der mich kennt, weiß das ja, das einzig wahre SMB3-Gateway zu Hyper-V. Ja. Also wir haben natürlich auch so ein HNAS, so ein Hitachi-NAS-Ding, ja, aber halte ich jetzt technologisch für Hyper-V und SQL Server nicht passend, ja. Weil es einfach die Feature nicht hat, also nicht, weil es genau, machen keine SMB3. Ich hoffe, der Ton ist zu verstehen, weil du das Mikro relativ tief hast. Ich hoffe es auch, aber wir werden es sehen, sonst vertonen wir es nach. Okay, das war es so kurz, dass man mal gesehen hat, was Hitachi macht.